Und eine weitere Sache, die ich mir über den Sekundärmarkt geholt habe, und zwar die Gesamtausgabe auf Blu-ray der ersten Staffel Seki Rei. Weiß ich gar nicht, ob ich das auf, schon mal auf Blu-ray hatte. Hatte ich das schon auf Blu-ray? Kann sein, dass ich die normale hatte, aber die gab es halt quasi noch mit dazu. Aber hier mit schönen Hardcover-Schuber und halt komprimierter als das Original, wenn dann. Muss ich selber bei mir nochmal gucken. Irgendwann hat man halt so viel, da verliert man einfach den Überblick, was man hat. Jetzt hier an der Stelle auch gleich nochmal die Frage. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ich die Videos betiteln soll, wenn ich mir etwas gebraucht kaufe, was halt schon ausgepackt ist, ob ich es trotzdem als Unboxing für euch betiteln kann oder ob ich Unpacking oder sowas hinschreiben soll. Ja, der Zettel, der meistens hinten drauf ist, wo die ganzen Infos zur Seite stehen, ist nicht mehr dabei. Aber es ist eine 12-Episoden-Serie plus Bonus, also 300 plus Minuten. Ein Full HD garantiert auch. Sprachen Deutsch und Japanisch, das ist das KC-Release. Und ja, Extras sind Booklets, die mit dabei sind. Hier haben wir die Disc. Die Wendecover ist hier in dem Falle diesmal nicht ausgetauscht schon. Bei K-On! War das Ganze ja ausgetauscht. Aber ohne FSK-Flatschen haben wir das. Dann haben wir hier noch das MBI, Sekirei Project Untersuchungsbericht. Ah ja, das sind auch nur so alles aus meiner Anfangsphase, wo ich zum Hardcore-Anime-Fan geworden bin. Neue Episoden-Guide mit drin. Noch mehr Episoden-Guide. Also wahrscheinlich hier gleich in dem Booklet der kompletten Serie drin. Ein paar Sekireis noch vorgestellt. Ich gar nicht so ausführlich in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier auch noch die zweite Disc. Hier sind die Episoden 7 bis 12 drauf und Bonus-Episode. Und noch ein paar Extras. Diesmal sind es Karten. Ja, die Disc haben wir hier. Wendecover ist auch wieder mit dabei, ohne FSK-Flatschen. Und das waren Postkarten, keine Artcards. Aber will man halt trotzdem nicht verwenden, auch wenn es Postkarten sind. So, dann bin ich auch hier durch. Wenn ich weiß es gerade gar nicht, irgendwas schon mal zu Sekirei gemacht habe, videomäßig, findet ihr Link in der Videobeschreibung. Kauflink dazu lasse ich jetzt mal weg, weil man kriegt es halt nur noch über den Sekundärmarkt und da muss man halt aufpassen, dass man da nicht zu viel für bezahlt. Dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.